220, spitze, neu lackiert und frisch gewaschen. Was sagt's? Gehört der dir? Letzte Woche gekauft. Sag mal, weinst du jetzt immer noch den Griechenland? Nein, ich möchte einen Urlaub machen. In Griechenland, bei dem Kosterherzen. Gehen Sie aber nicht so viel in die Sonne, Frau Martha, sonst altert Ihre Haut noch viel schneller. Herr Max, ich weiß, das ist jetzt sehr unpassend, aber ich brauche dringend eine Woche Urlaub. Ja, das ist jetzt sehr unpassend. Also ich fahre auf Urlaub, aber mag oder nicht. Was hast denn du für eine Arbeitsmoral? Jedes Geschäft braucht seine Anlaufzeit, ne? Josef, kann nicht einmal ein anderer für mich fahren? Ich meine, wenigstens zweimal in der Woche. Nein, nein, Bertel. In mein Taxi kommt mir kein anderer rein. Das ist eine Vertrauensposition. Aha! Haben wir eine neue Hausmeisterhilfe? Ab nächster Woche weg, man. Die Mama fährt in Urlaub. Da drin hockt einer. Der möchte gern deinen Schreibtisch kaufen. Ist das so? Und wie viel? 900 Mark. Dann sag ich mir, kann wieder heimgehen, weil er schon verkauft ist, der Schreibtisch. Und zwar um genau 1000 Mark. Na, das müsst ihr einsehen. Das macht man nicht in meinem Beruf. Ja, wir sind doch 20, 30 Leute mit euren Freunden. Da haben wir es. Kalamata. Ionisches Meer. Wahnsinn. Nix. Hallo, Martha. Hallo, Costa. Willkommen in Griechenland, Monika. Entschuldigung. Ja. Wie viele waren denn da drin? Zwei. Meinst du, dass das langt? Nein, aber mehr haben wir nicht mehr. Was hab ich eigentlich alles getrunken gestern? Wenn ich dir das alles aufzähle, glaubst du mir sowieso nicht. Ach so. Komm, schlaf mal noch ein bisschen. Christel, wir müssen die Treppen putzen. Heute? Sonntag? Spinn doch nicht. Das machen wir morgen nach dem Geschäft. Gut. Morgen musst du es aber dann allein machen, weil da arbeite ich länger. Wo sind denn die Putzlumpen? Alles unten bei der Mama. Sie schwimmt im Meer umeinander und ich bin's Bummel. Soll ich dir was sagen? Nein. Es wäre aber was sehr Schönes. Soll ich dir nicht sagen? Nein. Gut, dann sag ich das. Ich glaube, mir ist es in meinem ganzen Leben noch nie so gut gegangen wie jetzt. Guten Morgen. Und übermorgen. Und übermorgen. Und gestern Nacht. Was war denn da? Das habe ich jetzt glatt vergessen. Hörst du? Das ist ja ein türkischer. Nein, nein, griechischer. Türkisch ist der, das schmecke ich doch. Da ist ja noch der ganze Satz drin. Martha, bitte. Was ist denn, ist was? Wir sind in Griechenland. Und darum ist dieser Kaffee hier griechisch. Und der in der Türkei türkisch. Ja, aber der Kaffee ist doch ganz der gleiche, oder? Martha, die Griechen und die Türken, die mögen sich nicht besonders. Das ist wie bei euch. Bayer und Preisland. Mir ist es wurscht, wo einer herkommt. Dich würde ich auch mögen, auch wenn du ein Türke wärst. Oder sogar ein Schwabe. Du bist Erbin meiner Pfindigkeit. Genau. So, und jetzt gehen wir zum Baden.
Ich habe mir nämlich einen Badeanzug gekauft. Aber du wirst Augen machen. Martha, ich möchte dir meine Stadt zeigen, wo ich zur Schule gegangen bin und wo ich gewohnt habe. Oder interessierst du dich nicht? Freilich, gern. Aber dann gehen wir zum Baden. Guten Tag. Grüß Gott. Halt! Tür ist abputzen. Schönen Sonntag noch. Danke, Herr Wegmann, ebenfalls. Bertel kann nicht mehr. Jetzt mal, wenn ich mich bücke, glaube ich, mir zerreißt den Kopf. Ich glaube, ich habe Fieber. Kater hast du sonst nichts. Tja, jetzt haben wir's. Jetzt schauen wir auch noch. Geh, geh. Ja, was ist, Bertel? Geh weiter, auf geht's. Vier ist Taxifahren. Jesus, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich komm gleich. Servus, Christel. Bist du wieder recht fleißig? Grüß dich, Papa. Ja, jetzt los, halt den Besen endlich weg. Ich muss dringend zum Schorsche. Los, weiter. Servus. Was war denn das für ein Krach? Ja, Christa, was ist denn? Was ist denn da passiert? Ich weiß auch nicht, wie die Mama das immer geschafft hat mit der vielen Arbeit da. Warte, ich hilf dir geschwind, dann haben wir's gleich. Danke. Gell, Frau Ostermeier, als Frau ist man irgendwie immer der Depp. Eine halbe Stunde vor dem Erdbeben war hier eine große Taufe mit 100 Leuten. Und als die Kirche leer war, kam die Katastrophe. Genau um 8 Uhr und 20 Minuten. Was bedeutet das Kreuz da? Die Häuser mit den grünen Kreuzen müssen renoviert werden. Aber dazu ist fast kein Geld da. Und die roten? Die bleiben leer. Die müssen abgerissen werden, wegen der Einsturzgefahr. Am Haus meiner Erde ist auch ein grünes Kreuz. Und deshalb hast du das Geld aus München gebracht? Genau. Schau. Das muss auch abgerissen werden. Und die ganzen Leute, wo wohnen die jetzt? Bis zu 8 Menschen in jeder Container. Und das schon eine Ewigkeit. Warum haben sie das nicht wieder aufgebaut? Also bei uns in Deutschland wäre das längst repariert worden. So. Und mit welchem Geld, bitteschön? Oder von Spenden wahrscheinlich. So genau weiß ich das auch nicht. Ja, eben. Stellst du mir noch einen Wein? Gib mir da. Gib mir einen Regalo. Stellst du mir noch einen Wein? Leonida, ένα κρασί, σε παρακαλώ. Το βάλανε μέσα στην αστυνομία. Άι, καλά που το κλείσαμε στο ψυχιατρίο. Warum lachen die so? Weil wir Griechen sind, wir Griechen lachen wir immer so gerne. Gib mir da. Aber nein. Redet jetzt mit mir auch ein bisschen. Wer sind denn die? Das ist mein Lehrer, ja. Giorgio, Joris
Der ist der Babis, das ist der Janis und der ist der Dodri. Alle Freunde von mir und die Mauer, die das Haus meiner Eltern reparieren. Warum reparieren sie es dann nicht? Weil Mittagspause ist. Ich gehe schon mal vor. Jetzt brauchst du mich ja nicht. Okay, wir gehen. Na, na, lass nur, bleib nur da. Und lach noch ein bisschen. Yes, yes, yes. Δεν Warte, Kaffee. Ich möchte gern was trinken und eine Kleinigkeit essen. Nichts verstehen. Gerade laufen. Und trinken. Also, Jan, was möchten Sie? Endlich jemand, der Deutsch kann. Ich habe als junges Mädchen in Deutschland gearbeitet. Ah ja? Also, was möchten Sie essen? Ich möchte Fleisch und ein Gemüse oder Salat. Das ist ganz wurscht. Und trinken? Also, ich bin so froh, dass Sie mich verstehen können. Wir haben einen guten Rezina, wenn Sie möchten. Ja, gern. Πρώτη μέρα που ήρθε ο αδερφός μου, έτσι. Και πεινούσε, έτσι. Και πάει να πει στο Γερμανό, θέλω αυγά. Πώς θα τα πει. Κάκια. Δεν μπορείς να βρεις και για μένα έτσι. Κάκια. Σιγά ρε δάσκαλε, ακόμα μπορείς. Κάνω ό,τι μπορώ. Ich muss daheim auch immer nur putzen. Treppen putzen, Fenster putzen, Wohnung putzen. Wir Frauen müssen immer nur putzen, 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 putzen. Putzen, kochen, waschen. Jeden Tag. Jetzt machen Sie mal eine Pause und trinken ein Glas Wein mit mir. Damit ich ein bisschen eine Ansprache habe. Jenny. Ist es recht? Erfahrst du? Ein schönes Amulett haben Sie da. Die ist auch schön. Das? Haben Sie die von Ihrem Freund bekommen? Nein, nein. Das ist von meinem geschiedenen Mann. Das Einzige, was er mir je geschenkt hat. Ich war 25 Jahre verheiratet. Es war ein schöner Mann, aber ein großer Schlawiner. Ein großes Schlitzohr. Immer andere Frauen. Sind Sie auch verheiratet? Geschieden. Auch ein Schlitzer, gell? Prost. Ich bin die Martha aus Heidhausen und das ist mein erster Urlaub. Ja, Schmerz. Ja. Gefällt es Ihnen in Griechenland? Ich habe mich so gefreut drauf. Und jetzt sitze ich da und bin unglücklich.
Martha, du kommst sofort mit. Ich zahle mir meinen Sach schon selber, Costa. Und zwar, wenn ich will und jetzt will ich nicht. Komm halt später vorbei. Du kommst sofort mit, sonst gibt es einen großen Skandal. Das wäre mal was anderes. Wir sind hier in Griechenland. Und in Griechenland kann die anständige Frau geht allein in der Kneipe. Du benimmst dich wie eine Touristin. Ja, ich bin ja auch nichts anderes. Ich bin ja nur eine Touristin. Korbkinderwagen mit Metallkotflügel, Regenschutzabdeckung, Länge 95 cm, Höhe 81 cm. Frankreich, hä? Jahrhundert? 1927, 450 Mark. Ja. Ist ja bombig. Die gehen weg wie die warmen Semmeln. Was sind die auftrieben? Das werde ich dir auf die Nasen binden. Schreib lieber Teddybär, Senfgelb, weißes Kleid mit Stimme. 20 Mark. Bärenoma mit Strickzeug. Beweglich. Nein, die musst du erst richten lassen in der Puppenklinik. Ja, was, die verkauft man so wie sie. Schreib's halt dazu. Ja, stark bespielt. Ich schreib sehr geliebt und verlange dir mal einen 50er. Genau. Du, Josef. Sag einmal, ich mein, das ist da eigentlich der Job für dich. Hm? Verdienst gut. Kennst dich aus. Und außerdem darf ich dich ganz tags brauchen. Kannst du nicht mal mit deiner Ilse reden? Das geht eben nicht. Weil für sie ist das alles nur ein Klump, verstehst du? Was Unseriöses. Ne? Da hat die überhaupt kein Verständnis. Aber ich hätte da vielleicht eine ganz andere Idee. Und? Die war? Schon, weißt du, was eine Dichromasie ist? Das ist, wenn du farbenblind bist. Ja, woher weißt du das? Weil ich von Geburt an farbenblind bin, und zwar total. Hast du das nicht gespannt? Das ist ja toll. Weißt du, dass ich seit Tagen unbedingt farbenblind werden möchte? Also theoretisch. Spinnst du jetzt, hein? Ja, das ist für mich die Möglichkeit, dass ich nicht mehr Taxi fahren muss. Hast du mich? Optischer. Respekt, sag ich. Christine! Sag mal, wieso liegst du schon im Bett? Bist du vielleicht wirklich krank? Schau dir, wenn du das nicht glaubst. Aber wehe, wenn du lachst. Nein, ich lach schon nicht. Christel, du Arme, du bist ja ganz geschwollen. Ja. Mein kleiner armer Mops. Der will wirklich nicht lachen. Ja. Morgen früh gehst du sofort zum Hübner, das ist der beste Zahnarzt. Der tut dir bestimmt nicht weh. Nein, ich geh erst, wenn die Mama wieder da ist. Also jetzt legen wir erst einmal Eiswürfel auf. Haben wir keine, ich hab schon geschaut. Was magst du lieber, Heidelbeeren oder Seelachsfilet? Alles tiefgefroren. Ah, nehmen wir Heidelbeeren. Und wenn's auftaut, dann essen wir's zusammen. Was machst du denn da? Ich versuche eine Flasche ohne Korkenzieher aufzumachen. Du hast heute genug getrunken, meinst du nicht? Eben nicht, sonst würde ich ja keinen mehr mögen. Mach doch nicht so einen Krach. Wir sind nicht allein im Hotel. Du hast mich genug planiert. Costa, ich kann dich gar nicht planiert haben, weil die in der Kneipe sowieso alle kein Deutsch verstehen. Nur die Frau. Und die ist selber unglücklich, weil es geschieden ist. Ja, von mir. Seit einer Woche. Das war meine Frau, Dimitra. Und der Opa ist mein ältester Sohn, Janis.
Martha, warum läufst du dir einfach davon? Ich bin so fertig. Kein Mensch versteht mich, weil ich nicht Griechisch kann. Und dann treffe ich jemanden, mit dem ich reden kann, und es ist ausgerechnet eine geschiedene Frau. Ich komme mir sowas von blöd vor. Glaubst du dich nicht? In München war es ganz anders. Bist mir so fremd. Du auch. Aber vielleicht ist es besser, wenn ich erst einmal wieder heimfliege. Da mache ich ja eh alles falsch. Reden tust scheinbar nur noch mit den Einheimischen. Und ich sitze da wie ein Depp. Zum Baden gehst nicht mit mir. Und ausgelacht haben sie mich auch, deine blöden Griechen im Café da. Natürlich. Wenn sie alle so blöd sind, die Griechen, dann musst du wieder heimfliegen. Was willst du denn noch in Griechenland? So, jetzt buche ich aber wirklich. Genau. Morgen buchen wir. Genau. Morgen buche ich. Ja. 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 Ich bin sehr zufrieden mit dir, Josef Belli. Das ist recht, Lise Hasi. Du sei so gut und schmeiß mir doch einmal die gelbe Jacke darüber. Mir friert's. War's recht anstrengend heute, gell? Na, Hasi, wie immer halt. Mach dir keine Sorgen. Ist alles wunderbar. Weißt du was? Jetzt trinken wir noch gemütlich ein Glas Wein und dann gehen wir ins Bett. Morgen früh ist die Nacht rum. Ja, Berli. Bleib nur sitzen. Ich mach das schon. Prost, Perla. Ich hab das so gern, wenn du ab und zu ein Glasl trinkst. Weißt, da bist du immer so, so putzig. Ich hol mir lieber einen Rotwein, weil von dem Weißen da, da krieg ich immer so Sodbrennen. Bleib sitzen. Geh schon. Ilse, Hasi, sag einmal, diese Hose da, die trage ich doch immer zu diesem Sakko. Josef, was soll denn das? Ja, jetzt sag mir's halt bitte. Das passt doch zusammen, oder? Also ich mein farblich. Bitte, Josef Berli, sag mal, was mit dir los ist. Du bist halt so komisch. Reg dich nicht ab, Hasi. Es ist ja nur eine Kleinigkeit. Weißt, wie ich gestern so Taxi gefahren bin und vor der Ampel stehe, auf einmal, zack, bin ich also farbenblind. Ich hab kein Rot mehr gesehen und Grün auch keins. Farbenblind? Farbenblind. Josef, du musst zum Arzt. Das wäre ganz verkehrt, weil der müsste das ja dann weitermelden und dann dürfte ich nicht mehr arbeiten im öffentlichen Transportwesen. Aber wenn du nicht einmal mehr die Ampel richtig siehst, da kann dir ja Gott weiß was passieren. Ah, das kriege ich irgendwie hin. Weißt, wenn oben an der Ampel ein kräftiges Grau aufleuchtet, dann weiß ich, aha, jetzt ist rot. Und wenn das Grau dann heller wird und unten auftaucht, dann ist grün. Scheiß Klump, verrückt's.
einen Speicherschlüssel da die brauchen. Halb acht in der Früh. Von denen? Muss ein Daumenschutzgitter muss ich montieren, weil es alles zuscheißen, die Luren. Der Schlüssel hängt bei der Mama am Schlüsselbrett. Ja, und? Ich schmeiß ihn in den Briefkasten, wenn ich in die Arbeit gehe. Ja, aber nicht vergessen, gell? Geht's und dann da unten noch die Glasscherben zusammenkehren, bevor er reinsteigt, gell? Schön zusammenkehren. Du bist dabei nah vom Speicher. Bertel! Gib mir mal eine Kehrschaufel und einen Besen. Glaubst du mir's? Kaum ist die Mama weg, ist total viel los. Aua! Angerufen hat's auch noch nicht. Ich hätte mal eine Adresse, weiß ich. Wenn jemand das erlauben würde, möchte ich sie nicht hören. Ich denke dir bloß, weil du jetzt mehr Arbeit hast. Aber ich mache mir jetzt langsam wirklich Sorgen. Guten Morgen. Geht's zu der Frau Mutter, schon was gehört? Nein, noch nicht. Aber es geht ihr bestimmt gut. Schönen Tag noch. Bis mir geht auch kein Mensch. Entschuldigen Sie, kann ich hier bitte umbuchen? Erklären Ihnen jetzt halt, was ich will. Geh doch da hinten. Das spricht Deutsch. Du kannst das selber machen, oder? Entschuldigen Sie, ich möchte gern diesen Flug umbuchen. Ich flieg schon mit der Maschine am Donnerstag. Geht es? Kein Problem. Und ein Telegramm möchte ich gern nach München schicken. Zu meiner Tochter. Geht es auch? Machen wir auch. Das ist die Adresse. Und jetzt der Text. Ankomme. Mit Flug über Athen am Donnerstag, den 7. Am Donnerstag, den 7. in einer Woche. Gruß deine Mama. Schließlich hast du mir immer noch nicht gezeigt, wo du in die Schule gegangen bist. Meinst nicht, dass wir da jetzt was verkehrt machen? Nein, Bärli, ein Augenarzt ist die beste Lösung. Und vergiss nicht, ich hab dich unter meinem Mädchennamen angemeldet. Kugler, gell? Josef Kugler. Und die Rechnung zahlen wir privat, da kann gar nichts passieren. Und vom Beruf habe ich gesagt, bist du Bankbeamter. Da ist wurscht, ob du was sagst oder nicht. Bankbeamter? Da ist er. Musst du da unbedingt dabei sein? Ja, freilich. So, Sie sind also farbenblind. Ja. Zack hat's gemacht, sagt er. Und dann war er farbenblind. Und schielen tun's auch. Siehst du das? Haben Sie in letzter Zeit Herztabletten genommen oder ein Medikament gegen Wurmbefall? Wurmbefall? Ja, da kann es nämlich zu plötzlichen Farbsinnstörungen kommen. Also, mein Mann hat doch keinen Wurmbefall. Ich weiß, du machst mich jetzt ganz nervös. Nicht, woher willst du wissen, ob ich nicht wirklich was am Herzen habe oder einen Wurmbefall? Frau Kugler, wenn Sie bitte lieber draußen warten würden. Vielleicht ist es Ihrem Mann peinlich, darüber zu sprechen. Gell, Bärli, das ist dir nicht peinlich. Doch. Acht. Sechs, neun.
R5 3 6 9. Herr Kugler, Sie sind ein Simulant. So. Farmblind sind Sie auf gar keinen Fall. Natürlich nicht. Und warum stehlen Sie meine kostbare Zeit mit falschen Behauptungen? Ich werde schon meine Gründe haben. Und was sage ich jetzt Ihrer Frau? Nix. Weil es nämlich eine Schweigepflicht gibt, eine ärztliche. Oder täusche ich mich da? Leider nicht. Na also. Das gibt eine saubere Rechnung. Was hat's gesagt? Kannst du ja denken. Schonen soll ich mich halt ganz dringend. Vielleicht willst du dann wieder. Halt Ihren Schirm, ich habe Ihren Schirm vergessen. Ah, danke. Wiedersehen. Eigentlich in Griechenland auch so schöne Hausmeisterin. Natürlich. Wir haben auch Haifische, Wal, Skorpione. Und Krokodile, Martha, pass auf! Da. Du gemeiner Kerl, du. Du bayerische Nixe. Du griechischer Haifisch. Schau, Costa, Sie sind in der Mitte schon ganz eingesunken. Wer da schon alles durchgegangen ist. Bitte, bitte, Martha. Sag nicht noch einmal, wo Sie Deutschland werden, das so repariert. Bei uns in Deutschland wäre das längst repariert worden. Entschuldigen Sie bitte. Kalamata Yasu Efaristo. Können Sie uns nicht sagen, wo wir etwas essen können? Efaristo? Ich spreche kein Deutsch, Entschuldigung. Siehst du, die haben mich jetzt für eine Einheimische gehalten. Dabei bin ich doch nur eine Touristin. Schön ist es in Griechenland. Was ist denn das für ein Haus? An der Haselbeck, die steht bei Gruberleuten. An der Gruber, die steht bei Ekra bis 5 Leuten. Und bei Ekra komme ich gleich. Ich bin doch kein Postbot. Die kaputte Fensterscheibe ist doch im Treppenhaus. Die werden es doch gesehen haben. Ja, und wer zahlt mir das, wenn ich fertig bin? Schick es halt eine Rechnung. Na, das kenne ich schon. Nix da, bei mir wird gleich abkassiert. Cash auf die Kralle. Ja, sind Sie der Haselbeck, Gruber, Ekra? Ekra. Ja, ist schon recht, ging es rauf. Zweiter Stock, ich komm gleich, gell? Schön, sind Sie vielleicht die Frau Christa Gruber? Nein. Da schau her, da kommt's grad. Das ist. Frau Gruber, Telegramm für Sie. Aha. Wie gut? Danke, bitte schauen. So, sind Sie jetzt da?
Ich habe einen Beruf schließlich auch noch. Ja, und mein Speicherschlüssel ist gemeint, sie schmeißen meinen rein ins Postkastel heute früh. Ja, weil ich nicht gefunden habe. Nicht gefunden? Ich glaube, der hängt am Schlüsselbrett von der Frau Haselbeck. Ja, eben, und den Schlüssel von der Mama ihrer Wohnungstür, den habe ich nicht gefunden. Und jetzt kann ich ihre Blumen auch nicht gießen, die werden alle hin. Aha. Ah, Scheiße. Scheiße. Ist was Schlimmes? Die Mama bleibt nur eine Woche länger. Einfach so. Na, gefällt's ihr wenigstens da drunten. Ja, und ich kann mit der Wurzel, mit der ganzen Arbeit. Zum Zahnarzt kann ich jetzt auch allein gehen. Ja, wie schaut's denn da bei den Aschentonnen aus? Was ist denn das für ein Saustall? Sie sind eine schöne Vertretung, das muss ich schon sagen. Sowas hätt's bei ihrer Frau Mutter nicht gegeben. Da hat er alles blitzt. Ist nicht schön? Schön. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt zu meiner Großmutter. Costa, das hättest du mir doch sagen müssen. Und richtig angezogen bin ich auch nicht. Aber du bist doch schön angezogen, Bodika. Also, ich verliere meinen Schuh. Und ein Geschenk haben wir auch keins. Geschenk bist du? Und Griechisch kann ich auch nicht. Ach, du brauchst doch keine Sorge zu haben. Meine Großmutter ist so nett. Du wirst das sehen, gell? Und die wird es mögen. Ja, Hara, kannst du es lecker? Was ist, wenn sie mich nicht mag? Da suche ich mir eine andere Freundin. Das verstehst du, oder? Au! Eine, die mich nicht immer verbringen. Γεια. Να σου στήσω τη Μάρθα. Φίλε από τη Γερμανία. Καλημέρα. Εγώ τα πάνω. Ich komm gleich. Komm, Martha, setz dich. Die mag mich nicht. Wahrscheinlich hat's gesehen, wie ich dich geboxt hab. Das ist natürlich schade. Die ist sehr schön. Leute, in Apollora troppes mandila. Der hat gesagt, die mag mich nicht. Grüezi, Martha. Wann kommst du wieder nach München? Das wird nicht lange dauern, Podikaki.
Ich muss das Haus meiner Eltern zuerst reparieren. Dann bin ich bei dir. Du meinst nicht, dass ich dir helfen soll? Das würde sie nie erlauben. Ja. Normales? Kann er nicht da sitzen und mich bedienen lassen? Ja, ja. Ja, da kannst du gut arbeiten. Na, sag ich mir. Was hat sie jetzt gesagt? Ich habe sie gebeten, zu uns zu setzen. Die setzt sich nicht zu uns, weil sie mich nicht mag. Ganz sicher. Ach, Moniri, ja, ganz. Das wird, glaube ich, doch nichts mit deiner neuen Freundin. Ich vermisse doch. Komm mal, bringe mir ein Wein. Prost. Yes. Hallo, Sir. Ja. Ja. Stefan, das macht man nicht. Komm jetzt. Das sind die Personalien. Und das ist der Herr Obermeier für die Nachtschicht. Und der junge Mann da, das ist der Herr Mette, der fährt tagsüber. Ist dir das recht so? Ja, scheint mir soweit ganz in Ordnung. Und Übergabe ist immer um 7, in der Früh und am Abend. Da kommst du dann zu dir und dann tust du abrechnen. Du musst immer alles ganz genau aufschreiben, Belli. Dann tue ich mir leichter mit der Buchhaltung, weißt? Ja, mach ich es ja. Also, zur Not wärst du ja um 7 auch immer da. Sie fahren also die Tagesschicht. Jawohl. Gut. Dann gehen wir. Wo sind Sie, Herr Sie? Herr Obermeier, ganz da, von Ihnen brauche ich noch ein paar Informationen, gell? Also, wo fahren wir hin? Auktionshaus Schorsche Gruber, Pilzstraße 41. Auf geht's! Genau. Auf geht's. Endlich. Das Taxi ist da! Mama, schau, da, den hat er mir gezogen. Du, der Hübner. Nein, was sag ich denn? Rausgerissen hat er mir. Mama, operiert hat er mir. Du, 5 Spritzen habe ich gekriegt. Ja, braun sind schon nicht geworden, gell? Hat's gekriegt, Werner? Sind wir in Spanien? Immer schönes Wetter, sagt die gerade. Ja, in Spanien, ja, ja. Schaut, dass du es nicht schaffst. Mama, du, ich ganz stark im Bauch. Was, den hab ich nicht? 6 Stück am Tag, Mama. Wir gehen im Biergarten, der ist auch schön. Ich hätte hier auch noch was für Sie. Buch über Griechenland für das nächste Mal. Also, Herr Müll, das hätte ich ja nicht gebraucht. Meine Mama, du, Mama, deine Blämmeln werden ein bisschen verwegt sein, aber vielleicht werden sie noch. Weißt, ich habe deinen Schlüssel nicht mehr gefunden. Großes da, schau, ein fleißiges Liesling. Ist es vom Herrn Wegmann? Ja, der ist jetzt in der Tierklinik. Weißt, mit seiner Katze. Sind wir nicht ein komplettes Empfangskomitee? Sehr musst du geben. Das erfahrt es noch früh genug. Mama, jetzt erzähl uns doch endlich bitte, wie es war. War's schön? Jetzt schaut's mal, was ich euch mitgebracht habe. Das sind griechische Oliven. Die besten auf der Welt. Und das ist ein Schafskäse.
Den gibt's in einem ganz kleinen Dorf. Da das ist ja alles nur zum Essen. Du isst eh so gern. Ja, für dich habe ich schon noch was Besonderes. Bitte sehr, aus dem Duty-Free-Shop in Athen. Toll, Mama, danke. Mama, ich bin so froh, dass du da bist. Ja, sehr gut, Schneckerli. War schlimm. Jetzt warst du aber nicht mehr so schnell weg, gell? Und der Costa, wann kommt der? Der? Kommt schon. Der Bertel muss dir noch einen Brief zeigen. Ja, na her damit. Du wirst, glaube ich, keine Freude haben. Mit Max hat mich rausgeschmissen. Das nimmst du so locker? Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Aber irgendwie geht's mir sowas von gut. Ich glaube, jetzt kann mich so leicht nichts mehr umschmeißen. Schönes Amulett haben Sie da. Die ist auch schön. Das? Haben Sie die von Ihrem Freund bekommen? Nein, nein. Das ist von meinem geschiedenen Mann. Das Einzige, was er mir je geschenkt hat. Ich war 25 Jahre verheiratet. Es war ein schöner Mann, aber ein großer Schlawiner. Ein großes Schlitzohr. Immer andere Frauen. Sind Sie auch verheiratet? Geschieden. Auch ein Schlitzohr, gell? Prost. Ich bin die Martha aus Heidhausen und das ist mein erster Urlaub. Ja, Schmerz. Ja. Gefällt es Ihnen in Griechenland? Ich hab mich so gefreut drauf. Und jetzt sitze ich da und bin unglücklich. Ja.
Martha, du kommst sofort mit. Ich zahle mir meinen Sach schon selber, Costa. Und zwar, wenn ich will und jetzt will ich nicht. Komm halt später vorbei. Du kommst sofort mit, sonst gibt es einen großen Skandal. Das wäre mal was anderes. Wir sind hier in Griechenland. Und in Griechenland kann die anständige Frau geht allein in der Kneipe. Du benimmst dich wie eine Touristin. Ja, ich bin ja auch nichts anderes. Ich bin ja nur eine Touristin. Korbkinderwagen mit Metallkotflügel, Regenschutzabdeckung, Länge 95 cm, Höhe 81 cm. Frankreich, hä? Jahrhundert? 1927, 450 Mark. Ist ja bombig. Die gehen weg wie die warmen Semmeln. Wo sind die auftrieben? Das wäre dir auf die Nasen binden. Schreib lieber Teddybär, Senfgelb, weißes Kleid mit Stimme. 20 Mark. Bärenoma mit Strickzeug. Beweglich. Nein, die musst du erst richten lassen in der Puppenklinik. Ja, was, die verkauft man so wie sie. Schreib's halt dazu. Ja, stark bespielt. Ich. Wart mal doch ab. Schön. Schön. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt zu meiner Großmutter. Costa, das hättest du mir doch sagen müssen. Und richtig angezogen bin ich auch nicht. Aber du bist doch schön angezogen, Polika. Ich weiß nicht, ich verliere meinen Schuh. Und ein Geschenk haben wir auch keins. Geschenk bist du? Und Griechisch kann ich auch nicht. Ach, du brauchst doch keine Sorge zu haben. Meine Großmutter ist so nett. Du wirst das sehen, gell? Und die wird dich mögen. Ja, Hara, kann ich das lecker? Was ist, wenn sie mich nicht mag? Da suche ich mir eine andere Freundin. Das verstehst du, oder? Au! Oh! Oh! Eine, die mich nicht immer verbringt. Ja, να σου στήσω τη Μάρθα. Φίλε από τη Γερμανία. Καλημέρα. Έλα τα πάνω. Ich komm gleich. Komm, Martha, setz dich. Die mag mich nicht. Wahrscheinlich hat's gesehen, wie ich dich geboxt hab. Das ist natürlich schade. Da mache ich ja eh alles falsch. Reden tust scheinbar nur noch mit den Einheimischen. Und ich sitz da wie ein Depp. Zum Baden gehst nicht mit mir. Und ausgelacht haben sie mich auch, deine blöden Griechen im Café da. Natürlich. Wenn sie alle so blöd sind, die Griechen, dann musst du wieder heimfliegen. Was willst du denn noch in Griechenland?
Jetzt buche ich aber wirklich. Genau. Morgen buchen wir. Genau. Morgen buche ich. Ja. 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 Ich bin sehr zufrieden mit dir, Josef Berli. Das ist recht, Lise Hasi. Du sei so gut und schmeiß mir doch einmal die gelbe Jacke darüber. Mir friert's. War's recht anstrengend heute, gell? Na, Hasi, wie immer halt. Mach dir keine Sorgen. Ist alles wunderbar. Weißt du was? Jetzt trinken wir noch gemütlich ein Glas Wein und dann gehen wir ins Bett. Morgen früh ist die Nacht rum. Ja, Berli. Bleib nur sitzen. Ich mach das schon. Prost, Berli. Ich hab das so gern, wenn du ab und zu ein Glasl trinkst. Weißt, da bist du immer so putzig. Ich hol mir lieber einen Rotwein, weil von dem Weißen da krieg ich immer so Sodbrennen. Bleib sitzen. Geh schon. Du, Ilse, Hasi, sag einmal, diese Hose da, die trage ich doch immer zu diesem Sakko. Josef, was soll denn das? Alles falsch. Reden tust scheinbar nur noch mit den Einheimischen. Und ich sitz da wie ein Depp. Zum Baden gehst nicht mit mir. Und ausgelacht haben sie mich auch, deine blöden Griechen im Café da. Natürlich. Wenn sie alle so blöd sind, die Griechen, dann musst du wieder heimfliehen. Was wisst man noch in Griechenland? So, jetzt buche ich aber wirklich. Genau, morgen buchen wir. Genau, morgen buche ich. Ja. 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 Ich bin sehr zufrieden mit dir, Josef Berli. Das ist recht, Lise Hasi. Du sei so gut und schmeiß mir doch einmal die gelbe Jacke darüber. Mir friert's. War's recht anstrengend heute, gell? Na, Hasi, wie immer halt. Mach dir keine Sorgen. Ist alles wunderbar. Weißt du was? Jetzt trinken wir noch gemütlich ein Glas Wein und dann gehen wir ins Bett. Morgen früh ist die Nacht rum. Ja, Berli. Bleib nur sitzen. Ich mach das schon. Prost, Berli. Ich hab das so gern, wenn du ab und zu ein Glasl trinkst. Weißt, da bist du immer so
So putzig. Ich hol mir lieber einen Rotwein, weil von dem Weißen da, da krieg ich immer so Sodbrennen. Bleib sitzen. Geh schon. Du, Ilse, Hase, sag einmal, diese Hose da, die trage ich doch immer zu diesem Sakko. Josef, was soll denn das? Ja, jetzt sag mir. Helfen soll. Das würde sie nie erlauben. Ja, normales. Kann er mich da sitzen und mich bedienen lassen? Ja, ja. Ja, da kannst du gut arbeiten. Na, sag ich mir. Was hat sie jetzt gesagt? Ich habe sie gebeten, zu uns zu setzen. Die setzt sich nicht zu uns, weil es mich nicht mag. Ganz sicher. Ach, Poliri, ja, ganz. Jetzt wird's, glaube ich, doch nichts mit deiner neuen Freundin. Ich fahre jetzt da. Komm mal, bringe mir ein Wein. Prost, yes. Hallo, Sir. Ja. Stefan, das macht man nicht. Komm jetzt. Das sind die Personalien. Und das ist der Herr Obernayer für die Nachtschicht. Und der junge Mann da, das ist der Herr Mette, der fährt tagsüber. Ist dir das recht so? Ja, scheint mir soweit ganz in Ordnung. Und Übergabe ist immer um 7, in der Früh und am Abend. Da kommst du dann zu dir und dann tust du abrechnen. Du musst immer alles ganz genau aufschreiben, Billy. Dann tue ich mir leichter mit der Buchhaltung, weißt? Ja, mach ich es. Also, ja, zur Not wärst du ja um 7 auch immer da. Sie fahren also die Tagesschicht. Jawohl. Gut. Dann gehen wir. Wo sind Sie, Herr Sie? Herr Obermeier, ganz klar, von Ihnen brauche ich noch ein paar Informationen, gell? Okay? Also, wo fahren wir hin? Auktionshaus Schorsche Gruber, Pilzstraße 41. Auf geht's! Genau. Auf geht's. Endlich. Das Taxi ist da! Guten Tag. Grüß Gott. Halt! Tür ist abputzen. Oh, schönen Sonntag noch. Danke, Herr Wegmann, ebenfalls. Jetzt mal, wenn ich mich bücke, glaube ich, mir zerreißt den Kopf. Ich glaube, ich habe Fieber. Du Kater hast sonst nichts. Tja, jetzt haben wir's. Jetzt habe ich schauen wir auch noch. Geh, geh, geh. Ja, was ist, Bertl? Geh weiter, auf geht's. Vier ist Taxifahren. Jesus, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich komm gleich. Servus, Christel. Bist du wieder recht fleißig? Grüß dich, Papa. Ja, jetzt los, halt den Besen endlich weg. Ich muss dringend zum Schorsche. Los, weiter. Servus. Servus. Ah!
war denn das für ein Krach? Ja, Christa, was ist denn? Was ist denn da passiert? Ich weiß auch nicht, wie die Mama das immer geschafft hat mit der vielen Arbeit da. Warte, ich hol dir geschwind, dann haben wir es gleich. Danke. Gell, Frau Ostermeier, als Frau ist man irgendwie immer der Depp. Eine halbe Stunde vor dem Erdbeben war ich hier eine große Taufe mit 100 Leuten. Und als die Kirche leer war, kam die Katastrophe. Genau um 8 Uhr und 20 Minuten. Was bedeutet das Kreuz da? Die Häuser mit den grünen Kreuzen müssen renoviert werden. Aber dazu ist fast kein Geld da. Und die roten? Die bleiben leer. Die müssen abgerissen werden, wegen der Einsturzgefahr. Am Haus meiner Erde ist auch ein grünes Kreuz. Und deshalb hast du das Geld aus München gebracht? Genau. Schau. Das muss auch abgerissen werden. Marta. Hallo, Costa. Willkommen in Griechenland, Monika. Entschuldigung. Ja, ja. Wie viele waren denn da drin? Zwei. Meinst du, dass das langt? Nein, aber mehr haben wir nicht mehr. Was hab ich eigentlich alles getrunken gestern? Wenn ich dir das alles aufzähle, glaubst du mir sowieso nicht. Ach so. Komm, schlaf mal noch ein bisschen. Christel, und wir müssen die Treppen putzen. Heute? Sonntag? Spinn doch nicht. Das machen wir morgen am Geschäft. Gut. Morgen musst du es aber dann allein machen. Weil da arbeite ich länger. Wo sind denn die Putzlumpen? Alles unten bei der Mama. Sie schwimmt im Meer umeinander und ich bin's Bummel. Soll ich dir was sagen? Nein. Es wäre aber was sehr Schönes. Soll ich's dir nicht sagen? Nein. Gut, dann sag ich das. Ich glaube, mir ist es in meinem ganzen Leben noch nie so gut gegangen wie jetzt. Morgen und übermorgen und übermorgen. Und gestern Nacht. Was war denn da? Das habe ich jetzt glatt vergessen. Hörst du? Das ist ja ein türkischer. Nein, nein, griechischer. Türkisch ist der, das schmeck ich doch. Da ist ja noch der ganze Satz drin. Martha, bitte. Was ist denn, ist was? Wir sind in Griechenland. Und darum ist dieser Kaffee hier griechisch. Und der in der Türkei türkisch. Ja, aber der Kaffee ist doch ganz der gleiche, oder? Martha, die Griechen und die Türken, die mögen sich nicht besonders. Ich hab deinen Schlüssel nicht mehr gefunden. Groß ist da. Ciao. Ja. Ein fleißiges Liesling. Ist es vom Herrn Wegmann? Ja, der ist jetzt in der Tierklinik. Der ist mit seiner Katze. Sind wir nicht ein komplettes Empfangskomitee? Ja? Den Brief vom Friseur musst du geben. Das erfahrt's noch früh genug.
Mama, jetzt erzähl uns doch endlich bitte, wie es war. War's schön? Jetzt schaut's mal, was ich euch mitgebracht habe. Das sind griechische Oliven. Die besten auf der Welt. Und das ist ein Schafskäse. Den gibt's in einem ganz kleinen Dorf. Da das ist ja alles nur zum Essen. Du isst eh so gern. Ja, für dich habe ich schon noch was Besonderes. Bitte sehr, aus dem Duty-Free-Shop in Athen. Toll, Mama, danke. Mama, ich bin so froh, dass du da bist. Ja, sehr gut, Schneckerli. War schlimm. Jetzt warst du aber nicht mehr so schnell weg, gell? Und der Costa, wann kommt der? Der? Kommt schon. Der Bertel muss dir noch einen Brief zeigen. Ja, na her damit. Du wirst, glaube ich, keine Freude haben. Mad Max hat mich rausgeschmissen. Das nimmst du so locker? Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Aber irgendwie geht's mir sowas von gut. Ich glaube, jetzt kann mich so leicht nichts mehr umschmeißen. Schlüsselbrett. Ja, und? Ich schmeiß ihn in den Briefkasten, wenn ich in die Arbeit gehe. Ja, aber nicht vergessen, gell? Geht's und dann da unten noch die Glasscherben zusammenkehren, bevor er reinsteigt, gell? Schön zusammenkehren. Du bist dabei nah vom Speicher. Bertel! Gib mir mal eine Kehrschaufel und einen Besen. Glaub ich mir's. Kaum ist die Mama weg, ist total viel los. Aua! Angerufen hat's auch noch nicht. Nicht einmal eine Adresse weiß ich. Wenn jemand das erlauben würde, möchte ich sie nicht hören. Ich denk dir bloß, weil du jetzt mehr der Arbeit hast. Aber ich mach mir jetzt langsam wirklich Sorgen. Guten Morgen. Geht's deiner Frau Mutter schon was gehört? Nein, noch nicht. Aber es geht ihr bestimmt gut. Schönen Tag noch. Ist mir geht fragt kein Mensch. Entschuldigen Sie, kann ich hier bitte umbuchen? Erklären Ihnen jetzt halt, was ich will. Geh doch da hinten. Sie spricht Deutsch. Du kannst das selber machen, oder? Entschuldigen Sie, ich möchte gern diesen Flug umbuchen. Ich flieg schon mit der Maschine am Donnerstag. Geht es? Kein Problem. Und ein Telegramm möchte ich gern nach München schicken. Zu meiner Tochter. Geht es auch? Machen wir auch. Das ist die Adresse. Und jetzt der Text. Ankomme. Mit Flug über Athen am Donnerstag, den 7.
Am Donnerstag, den 7. in einer Woche. Gruß deine Mama. Schließlich hast du mir immer noch nicht gezeigt, wo du in die Schule gegangen bist. Meinst nicht, dass wir da jetzt was verkehrt machen? Nein, Berli, ein Augenarzt ist die beste Lösung. Und vergiss nicht, ich hab dich unter meinem Mädchennamen angemeldet. Kugler, gell? Josef Kugler. Genau. So, und jetzt gehen wir zum Baden. Ich hab mir nämlich einen Badeanzug gekauft. Aber du wirst Augen machen. Martha, ich möchte dir meine Stadt zeigen, wo ich zur Schule gegangen bin und wo ich gewohnt habe. Oder interessierst du dich nicht? Freilich, gern. Aber dann gehen wir zum Baden. Guten Tag. Grüß Gott. Schönen Sonntag noch. Danke, Herr Wegmann, ebenfalls. Bertel kann nicht mehr. Jetzt mal, wenn ich mich bücke, glaube ich, mir zerreißt den Kopf. Ich glaube, ich habe Fieber. Kater hast sonst nichts. Tja, er Thomas. Jetzt hab ich schon wie auch noch. Geh. Ja, was ist, Bertel? Geh weiter, auf geht's. Vier ist Taxifahren. Jesus, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich komm gleich. Servus, Christel. Bist du wieder recht fleißig? Grüß dich, Papa. Ja, jetzt los, halt den Besen endlich weg. Ich muss dringend zum Schorsche. Los, weiter. Servus. Servus. Was war denn das für ein Krach? Ja, Christa, was ist denn? Was ist denn da passiert? Ich weiß auch nicht, wie die Mama das immer geschafft hat mit der vielen Arbeit da. Warte, ich hilf dir geschwind, dann haben wir es gleich. Danke. Gell, Frau Ostermeier, als Frau ist man irgendwie immer der Depp. Eine halbe Stunde vor dem Erdbeben war hier eine große Taufe mit 100 Leuten. Und als die Kirche leer war, kam die Katastrophe. Genau um 8 Uhr und 20 Minuten. Was bedeutet das Kreuz da? Die Häuser mit den grünen Kreuzen müssen renoviert werden. Da haben wir es. Kalamata. Ionisches Meer. Wahnsinn. Hallo, Martha. Hallo, Costa. Willkommen in Griechenland, Monika. Entschuldigung. Ja. Wie viele waren da drin? Zwei. Meinst du, dass das langt? Nein, aber mehr haben wir nicht mehr. Was hat mich eigentlich alles getrunken gestern? Wenn ich dir das alles aufzähle, glaubst du mir sowieso nicht. Ach so. Komm, schlaf mal noch ein bisschen. Christel, wir müssen die Treppen putzen. Heute? Sonntag? Spinn doch nicht. Das machen wir morgen am Geschäft. Gut. Morgen musst du es aber dann allein machen,
weiter arbeite länger. Wo sind die Putzlumpen? Alles unten bei der Mama. Sie schwimmt im Meer umeinander und ich bin's Bummel. Soll ich dir was sagen? Nein. Es wäre aber was sehr Schönes. Soll ich dir nicht sagen? Nein. Gut, dann sag ich das. Ich glaube, mir ist es in meinem ganzen Leben noch nie so gut gegangen wie jetzt. Guten Morgen. Und übermorgen. Und übermorgen. Und gestern Nacht. Was war denn da? Das habe ich jetzt glatt vergessen. Hörst du? Ist ja ein türkischer. Nein, nein.